Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe eine Foundation heute, die ich testen möchte mit euch. Ich habe die noch nicht probiert. In der Drogerie stand sie bei Max Factor. Es ist eine Foundation von Max Factor, Radiant Lift Long Lasting Foundation und unter der Rubrik neu. Jetzt habe ich im Netz geschaut, die ist gar nicht neu. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man wird doch ein bisschen veralbert. Ne? In der Drogerie steht neu und im Netz gibt es das, also gibt es auch schon Videos dazu. Das ist so im Mittelklassebereich, 14,95 kostet die in der Drogerie. Ich habe sie mir mitgenommen, weil ich sie testen möchte. Mit euch, für euch. Ich hatte erst eine andere in der Hand von Maybelline, diese Superstay. Und die habe ich mir so auf die Hand aufgegeben und dachte, oh, die ist aber sehr, sehr kompakt. Und dann habe ich noch ein paar andere ausprobiert und dann diese. Und ich bin ja sowieso so ein Max Factor Fan, das habt ihr ja schon mitbekommen. Das ist ja eine Marke, die so ein bisschen untergeht, besonders hier auf YouTube. Also im deutschsprachigen Raum zumindest, im Englischen nicht, aber im deutschsprachigen Raum, da werden eher andere Foundations gehypt. Und ich bin sehr gespannt. Also sie verspricht natürlich ein strahlendes, frisches, tolles Hautbild den ganzen Tag. Hat einen Lichtschutzfaktor von 30, gibt es in 6 verschiedenen Farbnuancen. Hyaluronsäure spendet über Feuchtigkeit, also spendet den Tag über Feuchtigkeit. So feine Mikroperlen verfeinern das Hautbild und ich bin sehr, sehr gespannt. Also morgens aufgetragen soll es den ganzen Tag halten. Also auf dem Handrücken fühlte sie sich sehr toll an. Ich werde es jetzt mit euch ausprobieren. Unter anderem noch ein anderes Produkt. Das ist ein Creamy Blush. Der kostete 6,95 in Soft Pink. Und den werde ich mir auf die Wangen geben und auf die Lippen. Schauen wir mal, was das Ganze wird. So ein Wake Me Up, so ein Fresh Up Make-up für den Tag. Als allererstes, man kann nichts falsch machen. Gebe ich immer noch mal ganz gerne, obwohl ich mein Gesicht schon eingecremt habe, vor einiger Zeit, etwas Serum, nehmt irgendein Feuchtigkeitsserum. Ich habe das hier, das Aloe Water von L'Oreal, dieses Hydra Genius. Also da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr immer noch mal so leicht vor der Foundation ein nicht fettendes, feuchtigkeitsspendendes Serum auftragt. Das drückt ihr euch schön ein. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe sie noch nicht probiert. Das ist ein First Impression. Hoffentlich ist die auf der Haut, also auf dem Gesicht, genauso soft wie auf dem Handrücken. Ich nehme dazu einen Pinsel. Ihr könnt die Finger nehmen oder ein Schwämmchen. So, machen wir das mal auf. Oh, es ist kein Spender. Es ist sowas und das mag ich eigentlich nicht. Geht schon mal los. Gut, das gebe ich jetzt auf den Handrücken. Nehme den Pinsel. Die Farbe ist übrigens 050. Ja. Natürlich ist es ist ein Unterschied zu Chanel, klar, aber sie ist auch, sie ist leicht. Augenpartie aussparen. Schön einarbeiten. Wenn ihr einen Beauty Blender nehmt, nicht da so drüber fliegen, immer schön drücken. Ne? Mit dem Pinsel kann man natürlich das in kreisenden Bewegungen machen. Also ich möchte jetzt. Gut, also wird es abgedeckt hier? Ja, es geht. Also diese Flasche, das gefällt mir nicht. Ich mag eigentlich Tuben oder diese Pumpdinger. Ich weiß nicht, also irgendwie ist das kann man sich natürlich auch so auf die Haut geben, aber Also. Die Auftragungsweise ist soft, also sie ist nicht kompakt. Kann ich mir durchaus vorstellen für ein Hautbild, was unkompliziert ist. Noch ein bisschen. Also ihr seht, das ist deckt ab. Ja. Selbst hier die leicht geplatzten Äderchen. Der Stirn mag ich immer nicht gerne so viel aufgeben. Ja, das ist auch weg.
So, na, Glow hat man natürlich nicht, wenn man das vielleicht mischt mit so, mit diesen Drops, kann ich es mir ganz gut vorstellen. Es ist jetzt auch nicht ein super mattes Hautbild, es ist ein Hautbild, was ebenmäßig ist. Es klebt ein wenig. Seht ihr? Ja, also Lift, ich denke mal dann nur für die reifere Haut. So, jetzt könnt ihr euch selber ein Bild machen, wie ihr sie findet. Fazit. Für 14,95 ist okay. Vielleicht kennt ihr sie ja schon oder habt sie schon ausprobiert. Auf YouTube wird ja ganz gerne neu getestet, ne? Diese Creamy Blushes, die haben einen Vorteil. Erstmal sind sie besonders gut für eine trockene Haut geeignet und man hat den ganzen Tag das Gefühl, als hätte man das Rouge frisch aufgetragen, nicht wie, wie bei einem Puderrouge. Es wirkt dann doch so ein bisschen matt mit der Zeit. Und es ist eine sehr zarte, ich habe das im Tester probiert, eine zart schmelzende Textur. Auch nicht schwer. So. Soft Pink. Dann gebe ich das jetzt mal hier mit den Fingern. Macht sich ganz gut mit dem Finger. Und dann könnt ihr nochmal mit diesem Make-up-Pinsel darüber gehen. Einen frischen Look für jeden Tag. Schnell gemacht. Ob jetzt mit dieser Foundation oder einer anderen Foundation. Also das Rouge, das sagt mir sehr zu. Ja, muss ich schon sagen, das ist hübsch. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze sich, ob man das auf die Lippen auch geben kann. Nee, so, auf die Lippen. Nee, also auf die Lippen würde ich es nicht machen. Mm-mm. Auf den Lippen ist es zu trocken. Riecht neutral. Also es gibt ja diese Creamy Blushes, die man durchaus auf die Lippen aufgeben kann. Dieses definitiv nicht. Also erstmal sieht man nichts und zweitens ist es zu trocken. Und der Geschmack ist auf den Lippen auch nicht so sensationell. Ich nehme jetzt mal wieder diesen Rich Shine. Das ist eine andere Farbe. Das ist diesmal so ein Orangeton. Das ist die Nummer 247. Und den... Den gebe ich mir sehr gerne auf. Ich mag den wirklich gerne. Auch den anderen, diesen Nude-Ton, die kann ich euch wirklich empfehlen von L'Oreal. So, jetzt habt ihr das Hautbild. Also ehrlich gesagt gefällt mir das nicht so. Und guckt mal, wie dann oben der Rand aussieht. Also, Jesus Maria, empfehlenswert ist immer, ein Produkt dann hier oben abzuwischen, damit euch das nicht eintrocknet. Also ich finde das Produkt von der Auftragungsweise okay. Die Handlung ist nicht so mein Fall. Die Farbe ist in Ordnung. Ich stotter hier schon ein bisschen rum. Die gefällt mir wirklich ganz gut, die Farbe. Es wirkt ein bisschen matt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also ich sehe das hier im Spiegel, dass es ein bisschen matt wirkt. Deckkraft ist leicht bis mittelmäßig. Cream Blush ist wirklich nur für die Wangen gedacht. Aber das reicht ja auch aus. Ne? Wir müssen das ja nicht unbedingt für die Lippen auch nehmen. 6,95. Obwohl, ich habe das im Netz auch schon billiger gesehen. Das ist ja das Verrückte. Ne? Man kauft das in der Drogerie manchmal teurer als bei Amazon. Das ist verrückt. Wirklich. Also man muss sehr, sehr aufpassen, auf der Hut sein. Man muss schnell sein, man muss sich informieren. Gerade wenn man ein bisschen Geld einsparen möchte. Und das läppert sich ja. Ne? Wenn man da so 1-2 Euro einsparen kann, warum nicht? Ich habe die nämlich im Netz auch schon für 11 Euro noch was gesehen. Und nicht für, also ich habe 14,95 bezahlt. Und das Rouge habe ich auch im Netz bei Amazon viel günstiger gesehen. So, meine Lieben, das war mein kleines Produktreview Max Factor. Ich wünsche euch wie immer
das Allerbeste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.